Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu unserem Let's Play Against. Wer ist der Größte, der Fieseste? Ja, ich oder der Tante Günner. Grüß dich, Günner. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris. So, das hier ist nach wie vor eine Livestream-Aufzeichnung für alle, die es auf YouTube wundert. Deswegen seht ihr auch meine Visage mit meinem Stream-Overlay. Also nicht wundern, bei Günner wird es genau dasselbe sein, ne? Ja. Das ist Günner mit Facecam. Mit Facecam. Endlich weiß ich, wie er aussieht. Genau, ja. Die letzten Male, als wir uns über den Weg gelaufen sind, da waren wir schon alle so hinüber, ne? Genau, da waren wir körperlich so am Arsch, ne? Wegen der Gamescom, dass wir nicht mehr geradeaus gucken konnten. Da haben wir uns nur noch so an Körpergerüchen orientiert. Genau. So. Ich weiß nicht, wie er riecht, aber nicht, wie er aussieht. Der Geruch hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ach Gott, wo wir gerade bei Gerüchen sind. Oh ja. Ja, ich habe hier granatenstarke Seuchen. Verdammte Angst. Okay, und da war gerade eben ein Follow. Vielen lieben Dank an Schollich für den Follow. Herzlich willkommen. Ach, das ist ein guter. Der followt gut. Und Hallöchen auch an Duke Arvid. So, jetzt gucke ich mal gerade eben. Kann ich hier noch was tun? Ich könnte... Ah, komm. Ah, du hast die Skaven-Seuche da unten, Eis. Ja, und die verbreitet sich wie die Krätze. Die Krätze, die sie ist, weißt du. Hm. Und auch Dankeschön an Yi Yan the Wizard. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Was mache ich denn jetzt hier? Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Ein Turn habe ich noch Zeit, dann muss ich es gemacht haben. Und auch ein Follow von Winsen ist da. Dankeschön. Herzlich willkommen an dich. Ich gebe, glaube ich, jetzt echt den Turn schon an dich ab, Günner. Ich kann gar nicht mehr so viel tun. Warte. Zu spät. Ach, ich wollte gerade noch den Namen einer Stadt ändern. Ja, das musst du jetzt halt in deinem Turn machen. Naja, ganz schön dreckig. Und Dankeschön an Schollich für das Abo auf Stufe 1. Vielen lieben Dank. Mhm. Und auch ein Träger der Mörpelone, wie man bei uns sagt. Also von dem Teil da. Aber es kommt eine ganze Menge Follows. Samuel Flex ebenfalls, vielen lieben Dank. Geht ja wie beim Brezelbacken, ne? Ich habe ja noch keinen Krieg mit denen, ne? Ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern, Günner, aber du hast Prinz Paris noch nicht gespielt, ne? Paris habe ich 40 Runden gespielt im Preview. Okay, doch, aber du hast ihn nicht so weit gespielt, dass du festgestellt hast... Den schwäbischen Häuslebauer habe ich gespielt. Den schwäbischen Häuslebauer. Da hast du aber wahrscheinlich noch nicht feststellen können, dass der eigentlich völlig overpowered ist. Als Fernkämpfer, oder wie meinst du das? Genau genommen seine Prinzen. Also ich hab sowas in noch keinem Total War gesehen. Also alle, die bei mir jetzt das Let's Play mit Prinz Paris gucken und das jetzt nicht wissen wollen, die sollten kurz mal muten, ganz, ganz kurz noch, bis ich so wedle mit den Händen und dann dürft ihr wieder zuhören. Das gilt ab jetzt in 3, 2, 1. Ich habe es geschafft, mit Prinz Paris auf über 250 Geschossschaden zu kommen, also mit Standardeinheiten, und auf über 258 Meter Reichweite. Mit einer Feuergeschwindigkeit von 3 Sekunden. Das ist schön, ja. Das ist nicht. Waldelfen gucken und staunen und sagen, what? Ja. So, ich wedle. Also, mehr sage ich dazu momentan noch nicht. Man wird mich lachen hören, wie ich fast vom Stuhl falle, wenn ich das teste. Also wie viel Geschossschaden hast du? Ja, gemacht? Jetzt habe ich ja schon gewedelt, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ja, okay. Ich schreibe dir es ganz kurz. Ja, ja, ja. Und so. Ah.
Also auf jeden Fall mehr als das. Den genauen Zahlenwert weiß ich nicht mehr. Ja. Eine Sache verstehe ich gerade nicht. Kann man nicht... Ah, nee, das kann ich nicht machen. Das geht echt nicht. Das ist ja behämmert. Okay. Ja, das ist kriminell, Tankster, ne? Sehe ich auch so. Aber das kommt nur durch ganz, ganz viele unterschiedliche Buffs und Items zusammen, die man auch nicht unter Garantie bekommt. Ich hab's ja aber gekriegt. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob da das Ende der Fadenstange erreicht ist. Ah, okay. Wo stehen wir? Ich hier jetzt noch was machen. Ich sehe schon kommen, dass wir früher oder später wahrscheinlich fast gar keine Wahl haben, als gegeneinander zu kämpfen. Weil 100 Siedlungen zu haben, ist schon anspruchsvoll. Mhm. Genau, Tankster. Oder niederzureißen. Ne? Oder niederzureißen, ja. Genau, Tankster, das war damals auch mein Gedanke. Die Waldelfen staunen, die Hochelfen weinen. Als sie Prinz Paris sahen und seine Jungs. Das ist ja auch mal wieder so doof, ne? Naja, okay, gut. Wobei ich kann damit leben, dass keiner mich mag, ne? Als Grimgorg. Als Grünhaut sowieso. Ich finde, das gehört da sogar zum guten Ton, Günner. Ja, da muss man eigentlich so ein bisschen gehatet werden, ne? Richtig. Vor allem ab einem gewissen Machtlevel, weißt du? Nicht vertrauenswürdig sein als Grünhaut. Komm doch, wenn du was willst, sagst du als Grimgorg, ne? Imperium, ja. Erkläre mir doch den Krieg, wenn du dich traust. Ja, das stimmt schon, Uwe, aber gegen die Hochelfen als Grünhaut Krieg zu führen, ist immer so... Ah, ist Pain auf jeden Fall. Ja, also als Grom geht das ja noch, weil der hat da einfach ein paar andere Möglichkeiten durch seine Buffs. Aber kämpf mal gegen Hochelfen mit Schwarzorks. Also, du kriegst halt so dermaßen einen in den Arsch geschossen und dann stehst du dann plötzlich mit deinen Schwarzorks dann vor Schwertmeistern und du denkst dir, warum haut der so hart zu, der kleine Spitzohrmann? Aber auf der anderen Seite ist es auch realistisch. Mit meinen Schwertmeistern im Tabletop hatte ich auch relativ wenig Respekt vor den Schwarzorks meiner Grünhautgegner. Beim Tabletop nicht anders. Das ist richtig, Duke. Das sehe ich genauso. Du musst ja eigentlich erstmal dann quasi nach Naxos segeln bei Troy, um mit Odysseus irgendwas machen zu können, so richtig. Hi Markus, grüß dich, guten Abend. Stimmt, wenn die Elfen dann unser Schwert des Kane haben. Wobei ich immer das Gefühl habe, dass die Hochelfen und auch die Dunkelelfen immer den falschen Charakteren das Schwert des Kane geben. Ja. Allerdings. So eine Erzmagierin mit Schwert des Kane, ne? Das ist echt behämmert, ne? Aber das passiert. Das passiert tatsächlich. Ja, ja. So, komm, wir hauen noch mal ein bisschen Kohle raus, Kinder, oder? Da gibt es doch bestimmt noch mal bald was, ha? Okay. Dann bist du dran. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber kann nicht viel machen. Mich mag keiner. Diplomatie fällt damit also schon mal raus. Ja, als Grünhaut ist Diplomatie sowieso schwierig. Ja. Was ist für mich die bessere Schrottaufwertung für Moschas Rüstung oder Waffen? Also es kommt ja tatsächlich drauf an, wer deine hauptsächlichen Gegner sind, ne? Wenn du Gegner hast, die einen hohen Armor-Piercing-Damage machen, aber selber nicht so eine hohe Rüstung haben zum Beispiel, dann nimmst du natürlich die Waffenaufwertung, ne? Dann darf man ja halt auch nicht vergessen, dass unsere... warte mal, wir gucken mal gerade nochmal selber rein.
Wenn wir hier mal reingucken, dieser Bonuswert gegen Infanterie von plus 10. Interessanterweise wird mir das gar nicht bei der konkreten Damage, beim konkreten Damage-Wert angezeigt. Ich meine, die haben halt. Warte mal. Also meine Rüstung, ne, plus 10 Führerschaft verursacht Angst. Achso, warte mal, die bringen Führerschaftswert und Angst und die andere bringt den Bonus gegen Infanterie. Okay, gut. Also, ja, wie gesagt, kommt auch wieder auf den Gegner an. Es ist natürlich cool, wenn du Einheiten hast, die Angst erzeugen. In so einem Let's Play Against, wie wir das jetzt hier machen, könnte das tatsächlich sogar noch die bessere Variante sein, weil wenn wir Schlachten gegeneinander spielen, hat man von diesen psychologischen Effekten tatsächlich auch was. Gegen die KI hat man ja relativ wenig davon. Ne? Insofern würde ich da schon die Einschränkung machen. Und also wenn du dir die Werte allgemein anguckst, Nahkampfwert von 58, Rüstungswert von 130, Führerschaftswert von 105, also Führerschaft brauchen die eigentlich nicht mehr, Rüstung brauchen die eigentlich auch nicht mehr, Nahkampfangriff brauchen die auf jeden Fall noch und mehr Damage ist da sowieso immer gut, also dann würde ich wahrscheinlich sogar den Damage-Bonus halt nehmen. Ansonsten musst du ja damit rechnen, wenn deine Gegner weglaufen, musst du die auch wieder verfolgen. Das ist auch immer ein bisschen doof. Finde ich auf jeden Fall. Ja, Test Devil, ich habe heute mein Gesicht dabei. Ich kann es für dich auch gerne wieder einpacken. ja. Blanco Monk fragt, wieso es keine Webcam bei Videos gibt. Das hat den einfachen Grund, dass ich mal eine Umfrage gemacht habe und die Mehrheit der Zuschauer gesagt hat, sie wollen mein Gesicht nicht sehen. Okay. Sie haben es nicht so direkt ausgedrückt. Nein, das war immer so eine Abwägung, ob man dann halt solche Sachen wie Overlays halt noch sieht und so weiter. Das kommt halt auch so ein bisschen auf das Spiel an. Bei Warhammer ist ja hier unten da, wo mein Gesicht jetzt ist, da ist nichts so Wichtiges. Ne? Also das ist einfach der Runden-Beenden-Button, das Ding für die Forschung und die Diplomatie und die Siegbedingungen. Und das reicht ja eigentlich. Ah, du machst einen Blitzschlag. Das wird nicht der letzte sein. Ja, aber dann hast du selber ja auch keine Verstärkung dabei, ne? Warte mal kurz. Navy Seal, der kommt tatsächlich eventuell mit. Aber auch nur mit. Wenn du verstehst, was ich meine. Hi, Robot-Basti. Lass mich mal gerade gucken, was haben wir denn hier? Also du bist mir zahlenmäßig schwer unterlegen und ich habe ja. Good Stuff dabei. Ja, ich weiß. Ja, also es gäbe jetzt hier so ein paar strategische Ausklüngelungen, die man machen könnte, die ich aber ein bisschen exploitiv finde. Von daher mache ich da ein Auto-Resolve draus. Also ich frage dich einfach mal. Ich gehe davon aus, dass die KI unter normalen Umständen gegen dich kämpfen möchte, aber aufgrund dieser Blitzschlagsache, also sich das nicht mit drin hat und sich noch nicht zurückgezogen hat. Ne? Das ist das erste Mal, dass du diese Armee angreifst. Ne? Genau. Dann würde ich ja jetzt normalerweise, könnte ich ja hingehen, könnte diese Schlacht eröffnen, ja? Könnte mich zurückziehen und dann ja, das wäre die Exploit, Armee sich zurück. Ja, also es wäre Exploity, deswegen sage ich dann Autogefecht. Ne? Ja. Also entweder wir schlagen sowas wirklich oder, also ich meine, wie du dann auch, wie aber du dann weißt, deine Schlacht meine, schlägst, ne? Ist also, mir egal, aber dann einfach das Schlachtfeld verlassen und mir dann quasi einen Blitzschlag wegnehmen, das ist ein Exploit, das kann man nicht bringen. Ja. Und ich sag mal so, hier jetzt ein Gefecht machen, ist irgendwie auch ein bisschen, grenzwertig. Also weil, ich meine, was sind die Chancen da? Ich würde ohnehin nur darauf spekulieren, dass du meine Einheiten in die Flucht schlägst. Das ist alles, was hier Sinn ergibt. Ne? Schollig hat übrigens 11,89 € donated und ich sage vielen Dank für die Donation und er gibt uns beiden eine sehr nette Rückmeldung. Er liebt die Streams und das Let's Play, also beziehungsweise die Let's Plays und möchte, dass wir gerne so weitermachen. Das freut mich, das werden wir doch hoffentlich auch tun. Dankeschön. Mhm.
Das ist, glaube ich, das, was du vielleicht sogar schlagen willst. Wobei, wenn du dir die Armee anguckst, ich weiß nicht, es ist dir überlassen. Ja, das spiele ich auf jeden Fall. Okay. Du bist wahrscheinlich tatsächlich noch mal stärker, weil die KI das Die Mauer, ja. mit der Bewertung nicht richtig hinbekommt, aber wir haben ein paar brauchbare Truppen hier. Wir sind viele Zwerge immerhin, ne? Danke für den Follow an der Lutz 666. Ja, Grüß dich. ich lese noch mal gerade. Der Nimo meint, ich meinte aber eigentlich ganz speziell die Ork-Moschas, doch die Wahrheit deiner Worte leugne ich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht habe ich deine Frage falsch verstanden, dann sorry dafür, falls es so war. Ach, das wird wieder. Alter, ich scroll mal hoch, das ist viel zu laut da unten. So, also, wir machen das wie folgt. Da kommt der Rest von mir jetzt hier noch an. Das sind die Okay. normalen. Hier. Also ich bin tatsächlich schon so weit. Ja, ich brauche hier auf jeden Fall. Ich spiele so selten Zwerge und ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe hier gar nicht so viel auf der Map. Ich glaube, ich muss mal gerade meinen Gamma-Wert ein bisschen hochdrehen. Ja, das liegt aber echt an dieser unterirdischen Map. Ich schmeiß dich immer raus, Scholli. Weiß aber nicht warum. Ich hoffe, das ist kein Dauerzustand. Aber danke, dass du es versuchst. Ja, Und der ich Lutz muss mal grüßt eben übrigens auch alles. dich, Günner. Ah ja, Grüße zurück auf jeden Fall. Tanks und Nebel, so die normale Truppengröße. Goblins haben halt bis zu 160 Mann. Goblins haben mehr in ihren Einheiten. Da bist du nicht nur bei 120. Also die normalen Goblin-Nahkampfeinheiten, wie du siehst, kommen hier schon ziemlich weit. Mal gucken, was ich überhaupt hier für Zauber am Start habe. Okay, ich erinnere mich dunkel. Ich erinnere mich dunkel. Das haben wir, na. Ja, das kann ja sein, Tankster. Also wie gesagt, ich bin da auch manchmal erstaunt, wie viele die da aufstellen können, wenn man halt direkt davor zum Beispiel nur zwei gespielt hat. Oder Imperium, die haben halt nicht so viel. Skaven haben auch so viele, glaube ich. Pro Truppe. Glaube, ich habe so einen Katapult. Ne, ich habe die normalen Katapulte. Saftig Obst. Vermutlich nicht darüber schießen, fürchte ich. Ausrufezeichen Multi in den Chat schreiben. Dann musst du auf den Link klicken und dann kannst du uns beide sehen. Beide gleichzeitig. Alternativ ist natürlich, du suchst jetzt nach Günner und machst dir zwei Seiten auf. Das ist die andere Möglichkeit, aber der Multistream-Link ist da ein bisschen bequemer. Ah, du bist ready, Günner? Okay. Dann legen So wir ist los. es.
Ah, du stehst da einfach nur hinten rum. Ja, ich habe da keine Ambitionen, die Mauer zu verteidigen. Das sehe ich. Na, wie lang brauchen das hier noch? Und offen ist es. So, wie weit kommen die schon? Okay. Dann sagen die immer sowas wie "Nothing can stop us", aber da kommt gerade so eine riesige Spinne auf euch zu. Ich glaube, die sieht das anders. Okay, die Zwerge hier rennen schon mal weg. Oh, das leckt ganz schön gerade, aber sieht trotzdem geil aus. Ja, wahrscheinlich kriegst du jetzt eine meiner Spinnen. Wäre schön, aber ich kann es nicht sagen. Die Einheiten nicht ausgewählt, mal wieder. Das Spiel krankt einfach immer an demselben Mist hier, ne?
hier. Die muss ich jetzt erstmal wieder alle reinholen, die Mistviecher hier. Okay, du kannst es hier schleudern. Günnar kämpft gegen die Lags, Leute. Slack noch nicht genug. Nee, nee. Meiner Meinung nach. Das ist insbesondere dieser komische Schädel, den der Murp da immer zaubert, der halt dafür sorgt, dass das Spiel bei mir echt komplett in die Knie geht. Okay, krass. Aber ja, das liegt halt auch an den ganzen Einheiten, ne? Und mein Rechner muss das ja auch irgendwie so ein bisschen synken, ne? Mhm. Ach, wie ich das liebe, wenn diese Fanatics einfach nicht funktionieren. Guck mal, der dreht sich nur an der Stelle, statt dass er sich durchbewegt. Auch hier, was soll denn die Scheiße? Das ist ein knallharter Bug, Leute. Das ist ein knallharter Bug. So ein Typ von dir hat einen Stein auf mich geworfen. Yep, das kann einer von meinen Typen. Bringst du das deinen Kindern auch bei, dass sie mit Steinen werfen? Ja, in dem Fall schon. Er sagt, attack die Urks. Wer sind denn diese Urks? Guck das mal an, ey. Fanatics sind völlig nutzlos. Schießen. Also ein Schuss auf den. Oh nein, ich hab wieder diesen Bug. Ah, wenn die Kamera so ver... Ey, das gibt's nicht. Ah. Ich weiß, was du meinst. Wenn die Kamera so verrutscht, ne? Wenn du versuchst, sie... wenn du eigentlich was anderes machen willst, aber die Kamera dann so verruckelt. Ey, kann der Schwanzleuchter da hinten mal... aufhören mit Fäkalien zu werfen, bitte. Oh, halt, du Idiot. Komm zurück, lauf dahin. Du halt echt meinen Magier töten willst, ey. Ob das irgendeine Bedeutung hätte. Ja, hat's. Dann lass ihn stehen und dann lass mich den killen, wenn es keine Bedeutung hat. Ich sag da einfach mal nö. Murp sagt nö. Genau. Sag einfach nö.
jetzt vielleicht so rum. Nee. Oder so? Wahrscheinlich nicht. Sie überlegen, ob sie schießen, und schießen sie doch nicht. Aha, also, das geht doch eher, ne? Vielleicht schaffen wir ja da noch was. Who knows? Und? Schießen sie jetzt? Nee, ne, die schießen auch nicht. Kannst du hier hinschießen? Nee, ne? Kannst du hier hinschießen? Nee, auch nicht, ne? Es ist so witzlos. Ja, es ist so witzlos. Lauf hier hin. Jetzt jedes Mal hier einmal Schaden machen. So, jetzt gucke ich, dass ich immer noch näher reinkomme. Alter, dieser Dreckschädel bewegt sich rückwärts. Ja, der bewegt sich manchmal auch, ja, ja. Aber mir wäre es lieber gewesen, wenn er sich in die andere Richtung bewegt hätte. Ja. Das dann noch. Ah. Ja. Oh, das ist der Amylos, glaube ich, oder? Jo. Ah. Na, also. Hast du gerade nochmal Glück gehabt. Ich war gerade kurz davor zu gewinnen. Ja, ja, auf jeden Fall. Fast hätte ich dich gehabt. Ich hatte dich gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Genau, mittendrin in der Nummer, ne? Dann wolltest du mich umzingeln, von einmal, indem du außen rum gehst. Ich hatte dich genau da, wo ich dich haben wollte. Naja. Wie war das nochmal, ne? Dieser, der eine, der Boxer beim Kampf, ne? Er kriegt die ganze Zeit nur auf die Fresse in der zweiten Runde. Ja, ja, ja. Sagt er zu seinem Trainer, komm, schmeiß das Handtuch. Der Trainer sagt, aber du machst das doch hervorragend. Die Knöchel deines Gegners müssen ja fürchterlich aussehen. Ah, ja, ja. Allerdings, allerdings. Da hätte ich gerne jetzt aber mal hier den RIP im Chat, bitte. Und auch bitte, falls ihr den Gangster-RIP habt, dann bitte, den würde ich auch gerne mal sehen, oder? Ich meine, immerhin, ich konnte Merp ein bisschen was plattbumsen, ne? Oder? Ja, drei also Einheiten. Ein bisschen was, ja, ne? Ja. Sogar zwei richtig gute Einheiten.
Aber die Spinnen habe ich ohnehin nur benutzt, um so ein bisschen Rambock zu spielen. Hätte ich jetzt auch an deiner Stelle gesagt. Nö, ich habe damit gerechnet, dass du sie killst, weil das ist deine Standardtaktik. Das Einzige, ja, was gut, mich okay. halt genervt hat, ist, dass meine Fanatics halt überhaupt nichts gemacht haben. Weißt du, die drehen sich nur ja, an der Stelle. Ja, das ist saublöd. Die laufen dann einfach nur näher ran und so, ne? Nee, die Fanatics machen nichts. Also die drehen sich kurz an der Stelle, ja. statt dass sie in die Richtung wandern, in die sie gehen sollten. Und dann verschwinden sie nach 2-3 Sekunden, obwohl sie eigentlich komplett durch deine Einheiten durchfegen sollten. Hätten die funktioniert, hättest du diese Stellung nie so lange gehalten. Weil ich wäre einfach durchgepflügt. Aber es backt halt rum wie Hölle und ich weiß nicht warum. Ja. Ich habe das Häkchen geklickt, ne? Was für ein Häkchen? Also, dass es weitergeht. Irgendwie, du hattest ach so, ja, ja, ich habe aber gerade noch überlegt. Ich habe noch gerade eben überlegt, was ich machen soll. So, dann habe ich das jetzt eingenommen. Karak, Zorn ist mein! Mein! Nimo schreibt auch noch gerade, also einigen wir uns auf Unentschieden. Okay. Ich mach gerade eben hier noch den Turn, nicht den Turn zu Ende. Der könnte noch länger dauern bei mir. Willst du einen Quick Save machen? Ja, komm, wir machen einen Quick Save an der Stelle. Und ich würde einfach mal sagen, wir beenden den Turn, die Folge, weil wir sind schon bei 36 Minuten. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Der Livestream geht natürlich weiter. Das bezieht sich jetzt natürlich nur auf YouTube und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch mal bei einem Livestream dabei seid. Dienstags um 21 Uhr treffen wir uns in der Regel und ich sag, macht's gut. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete. Tschüss.